Ich habe Ende letztes Jahr Besuch bekommen von meinem Onkel und meiner Tante. Und sie sind bei uns zum Kaffee gekommen und mein Onkel hat mir eine kostbare Überraschung mitgebracht. Er ist nämlich gekommen mit so einer Laptop-Tasche und ich habe gedacht, macht er mir echt noch eine Dia-Show oder so. Aber so, nach dem Kaffee hat er mir gesagt, er will mir noch etwas geben und hat die Taschen aufgemacht und hat daraus eine grosse, schwere, 96-jährige Bibel ausgepackt. Das ist an sich schon kostbar, aus dem Jahr 1928. Und sie ist noch kostbarer geworden, als er mir dann gezeigt hat, dass das die Bibel ist, die meine Urgroßeltern für ihre zwei Söhne, unter anderem meinen Grossvater, gekauft haben und ihnen geschenkt haben, mit einer persönlichen Widmung drin und dort steht für den täglichen Gebrauch. Und das ist, wenn ich dann die so angeschaut habe, auch geschehen. Es hat nämlich durchaus dort drinnen so ein paar Bibelverse, übrigens, die gibt es dann schon sehr lange, die Kärtchen, so richtig vergilbt und alt, teils noch in alter Schrift. Und ein Chilebot aus den 40er Jahren von Stadt Winterthur ist auch noch in dieser Bibel drin. Also anscheinend ist die Bibel doch ab und zu mal aufgeschlagen gewesen und ein Buchzeichen hat sich drin gefunden. Und mein Onkel hat mir die überreicht und hat gesagt, ja, also er bewahrt die Sachen auf für so unsere Familie. Und er hat gesagt, jetzt wäre es an der Zeit, um die weiterzugeben. Und er hat gedacht, bei mir wäre die am rechten Ort und in der rechten Hand. Und mit dem Augenzwinkern hat er hinzugefügt, vielleicht könnte ich ja die dann meinen Söhnen weitervermachen. Familientradition. Das sehr ein bewegendes Ereignis für mich. Es gibt natürlich auch ganz andere Familientraditionen. Bei uns stellen wir auch so da auch ein gewisses Konfliktpotenzial fest. Zum Beispiel, vielleicht kennst du es auch, wenn du mit anderen Leuten im Haushalt wohnst, in der Art und Weise, wie man Küche macht. Das fängt an bei, wie genau die Spülmaschine muss eingeräumt sein. Messer so oder so. Was genau wo? Kann man da wild mischen, ein bisschen kreativ werden oder muss das alles ganz puristisch sein? Das geht bis dorthin, für was braucht man welches Tüchli und wo darf das überall hängen und wo darf es angelegt werden und wo nicht? Und dann über zu dem Kühlschrank und wie der muss eingerichtet sein, auf wie viel Grad und Halbgrad Temperatur, das auch wirklich alles, kennt ihr auch. Familientraditionen. Wir alle kennen Traditionen, wir alle haben irgendwo im Leben Traditionen. Manchmal sind sie ganz klein und unbedeutend und manchmal sind sie gross und sie sind uns auch wichtig und wir pflegen sie weiter. Wir gehen jährlich als Familienfest oder alle 10 Jahre macht man das und das oder mit seinen Kindern macht man dann mal das. Tradition begleitet uns. Und wir werden uns heute der Tradition widmen, am letzten Sonntag von unserer Serie «Kompass vom Glauben». Und wir sind der Überzeugung, dass auch Tradition so ein hilfreicher Orientierungspunkt kann sein, der uns Ausrichtung gibt und Halt geben kann. Das Wort Tradition bedeutet Überlieferung oder Weitergabe, die Übergabe von etwas. Und mich hat das irgendwie fasziniert, weil da drin steckt ja viel Dynamik. Da bewegt sich etwas. Also etwas wird weitergegeben. Ich habe aber gemerkt, dass für mich Tradition eigentlich auch ein bisschen einen verstaubten Eindruck macht. Tradition, da höre ich gerade so, wie jemand blaset und der Staub so aufwirbelt. Aber das steckt eigentlich gar nicht drin. Und gleich, wenn ich so auch höre in meinem Umfeld und insbesondere, wenn es um den Glauben und Tradition geht, dann kommt doch das schon oft so ein bisschen, dass man Tradition mit dem Stichwort wie alt, von gestern und fürs heute nicht mehr so tauglich in Verbindung bringt. Wir wollen heute entdecken, wo das Tradition haltgebend sein kann. Wie das sie uns eben auch inspirieren kann. Und ich glaube, grundlegend können wir schon sagen, wir dürfen wahrnehmen, dass wir als Nachfolger von Jesus, als Leute, die sich entschieden haben, hier auf den Weg zu gehen, ja in einer Tradition leben. Und ich finde das schon etwas Erstes, was mir so viel Halt gibt. Das Wissen, dass du und ich nicht die Ersten sind, die das machen. Das relativiert ein paar Sachen auf eine gute Art und Weise. Zu merken, dass wir in einer Geschichte sind, die 2000 Jahre alt ist, eingebettet von Menschen, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Und eingeübt haben und diskutiert haben darüber, wie man das gut machen könnte. Das gibt Halt. Es gibt vor uns eine Geschichte von Menschen und Jesus. Es gibt vor uns eine Geschichte von Menschen und der Bibel.
dem uralten, antiken Schriftstück, das wir letzte Woche uns damit beschäftigt haben. Wir leben nicht irgendwie in einem Vakuum als Nachfolgerinnen und Nachfolger, sondern in einer Geschichte und in Tradition verwurzelt. Und da möchte ich aber auch noch mal einen Link schlagen zu einem anderen Sonntag, nämlich zu dem von der spannungsvollen Mitte. Ich habe gemerkt beim Vorbereiten, ich ringe auch mit dem, dass man Tradition ja dann schon auch überstrapazieren kann. Und da glaube ich, ist es extrem hilfreich, die spannungsvolle Mitte mit im Auge zu halten, wenn wir so Tradition ins Bild nehmen. Und ich habe dazu so zwei Extreme dabei. Wir haben auf der einen Seite den Traditionalist, und ich überzeichne jetzt dann bewusst ein bisschen, auf der anderen Seite Modernisierner. So zwei Typen, die stehen für extrem. Der Traditionalist, für den ist Tradition alles. Einfach ja nichts verändern, weil früher war alles besser gewesen. Und man macht es schliesslich so, ist so, weil ist so. Einfach nicht zu fest hinterfragen. Es gibt Sachen, die sind wertig und gut und man sollte die nie verändern. Die Gefahr ist, dass man dort in der Tradition auch gefangen genommen wird. Dass sie zu einem Käfig wird und im Bild von unserer Serie gesprochen, wenn du im Gelände unterwegs bist, ist eine Anpassung als Gelände nie möglich. Auch wenn das sich schon lange verändert hat. Weil die Karte sagt ganz genau, schau so. Und dann klingt mir aber da plötzlich schon das Jesuswort an, das durchaus mit Tradition auch mutig gebrochen hat. Zum Beispiel in der Bergpredigt, wo er sagt, euch wurde gesagt das. Ich aber sage euch. Also anscheinend gibt es da durchaus auch einen Weg, wo manchmal Tradition ein bisschen eingeordnet werden muss. Wahrgenommen werden, aber nicht überall sind wir stehen. Und dann können wir natürlich in die andere Richtung gehen, ins andere Extrem. In das vom absoluten Modernisierer. Dem geht es darum, alles neu zu schaffen. Schließlich leben wir heute und nicht gestern. Schließlich müssen wir heute die Welt verändern. Schließlich ist heute alles besser. Schließlich sind wir da, um etwas zu machen und zu bewegen. Der Modernisierer liest alles im heutigen Kontext und interpretiert immer alles neu. Was die Leute vor uns gemacht haben, ist ehrlich gesagt eher irrelevant. Darin steckt teils auch eine gewisse Überheblichkeit. Und eine Nabelschau in sich, die sagt, ja, schau, ich meine, ich und mein Leben und was früher war, hat mir eh nichts zu lernen. Das ist so die eine Gefahr. Es hat aber auch eine andere. Wenn es für nichts irgendeine klare Anweisung gibt, und wenn es für nichts irgendwo etwas gibt, auch eine Tradition, die Halt geben kann, dann ist Orientierungslosigkeit nicht fern. Und ich möchte uns heute einladen, wenn wir Tradition ins Auge nehmen, dass wir so in die Mitte hineinstehen. In die spannungsvolle Mitte, die mitten drin ist und wo vielleicht das Wort aus der Bibel im Auge hat, was im Hebräerbrief heisst, Jesus ist der gleiche gestern, heute und auch in alle Ewigkeit. Und es ist so ein Zwischendienstehen und sagen, wir dürfen aus dieser Tradition lernen, wir dürfen ihr verankert sein, wir dürfen ihre Schätze entdecken und mitnehmen. Und sie dann voller Neugier, aber auch ins Heute anwenden. In da, wo wir jetzt stehen, da darin ihnen auch umdeuten, auch hinein interpretieren. Neue Herausforderungen als neue anschauen und sagen, was sind die zeitlosen Wahrheiten, die da darin wirken können. Und ich glaube, dazu braucht es natürlich immer auch ein bisschen Demut, um das zu tun. Das ist also meine Einladung. Und jetzt tauchen wir so richtig ein. Das Schöne ist, wie schon erwähnt, dass wir nicht die Ersten sind, die in diesem Leben versuchen, in unserem Leben versuchen, Jesus nachzufolgen, sondern wir haben eine lange Geschichte vor uns. Und schon die ersten Nachfolger von Jesus haben genau die Herausforderung gehabt, sich zu überlegen, ja, wo verändern wir uns mit der Zeit, mit dem, was um uns herum abgeht und aufkommt, und wo müssen wir festheben? An dem, genau an dem, wie es Jesus gesagt hat. Genau an dem, wenn er es mal festgelegt hat. Immer wieder ist der Glaube von den ersten Jüngern, aber dann auch später von den, in den ersten paar Jahrhunderten von den ersten kirchlichen Gemeinschaften angefochten worden. Das ist nämlich recht beweglich gewesen alles. Da sind neue Strömungen aufgekommen, oftmals prägt von der damaligen Zeit, griechische Philosophien zum Beispiel. Und dann haben sie manchmal so Mixturen angefangen, haben noch ein bisschen Jesus drin hineingenommen und haben da so ein bisschen neue Ansätze von der Religion kundtun. Und die Kirche hat sich fragen, ja, kumpeln wir jetzt auf diesen Zug auf? Wenn ja, wenn nicht, was ist gut, was ist noch richtig? Und sie haben um das müssen ringen. Über was kann man diskutieren, über was nicht? Und das Schöne ist, dass unsere Kirchengeschichte so ein Erbe hinterlassen hat, von dem, wie die Menschen das gemacht haben. Und von dem können wir lernen. Und sie haben das gemacht, indem sie gerungen haben, sind sie zu so bekenntnishaften Statements gekommen. Immer wieder in der Kirchengeschichte. Man nennt das Glaubensbekenntnis.
Und das Ziel dieser Bekenntnisse war, dass sie die Tradition bewahren sollen, das Kostbare, den Schatz aufheben. Der Glaube an die Person von Jesus wurzeln und an das, was er gesagt hat. An das, was wirklich wichtig ist. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen auf eine kurze Reise durch die Kirchengeschichte. Und ich weiss jetzt, der eine denkt, oh nein, jetzt kommt Schule. Ich finde es auch wichtig. Und ich bin auch begeistert davon. Und ich mache es aber so kurz wie möglich. Und wenn du dann willst, kannst du dich noch vertiefen. Aber so einen kurzen Abriss durch so ein paar von diesen Bekenntnissen, die da aufgekommen sind. Und leider ist es nie umfassend, weil es gibt noch viel mehr. Ich muss mich mega begrenzen. Aber so ein Streifzug durch Geschichte, die Kirchengeschichte von den Glaubensbekenntnissen. Und wir fangen an. Bei denen, die sogar schon in der Bibel sind. Und da haben wir so zwei, die wir heute rausnehmen. Und das erste ist eines, das schon vor Jesus bestanden hat. Das ist nämlich das jüdische Glaubensbekenntnis. Das ist uns in unserer Bibel auch überliefert. Im Alten Testament, im 5. Buch Mose, ist das berühmte Schma Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Es ist das, was für die Juden ihren Glauben ausmacht. Und dann folgen noch weitere Verse. Ich gehe jetzt nicht mehr auf die ein. Aber es ist das Ziel vom jüdischen Glauben, das sich vor Augen zu haben. Und sie repetieren das immer wieder und sie halten an dem fest, weil sie sagen, hey, wir haben einen Gott. Und spannend ist, das Wort, das ist ergangen an ein Nomadenvolk, das frisch aus der Sklaverei raus, aus einem Land rausgeführt worden ist, in der Wüste. Und sie sind da gewesen, heimatlos. Und prägt von einem Umfeld mit ganz vielen Göttern, zum Beispiel bei den Ägyptern. Und der Gott, der beruft sein Volk und er sagt ihnen, ihr sollt mein Volk sein und er sagt ihnen, los auf mich. Und es gibt einen Gott, das ist ein Kontrast, oder? Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einer, einer. Also eine kontrasthafte Betonung zu dem, was sie gekannt haben von den Völkern um sich herum. Dann geht es weiter, wir tauchen ins Neue Testament und dort drin finden wir das kürzeste und älteste christliche Glaubensbekenntnis, immer wieder. Und das heisst ganz einfach, Kyrios Jesus. Jesus ist der Herr. Und wenn du mal in einem Brief liest von Paulus und irgendwo das liest, dann kannst du davon ausgehen, dass die Leute nicht einfach darüber gelesen haben, ah, der Herr ist Jesus, sondern das immer bekenntnishaft wahrgenommen haben. Weil das ist ein Statement gewesen. Und ich habe ein paar Bibelverse notiert, wo man das drin findet. Es ist das kürzeste und das frühchristliche Bekenntnis gewesen, wo der Paulus viel benutzt hat. Und es ist im Kontrast gestanden zu einem anderen Kyrios. Kyrios Cäsar. Das hat man sich damals gesagt. Man hat sich so gegrüßt. Man hat auf den Cäsar, den Herr, gelobt und hat gesagt, Kyrios ist der Kaiser. Der Herr ist der Kaiser. Und Christen haben angefangen, Kyrios Jesus ins Maul zu nehmen. Das war der Kontrast gewesen und durchaus provokativ, können wir uns vorstellen. Der Herr ist Jesus. Ein Bekenntnis, auch eine Zuordnung, eine Position, die man dem Jesus gibt. Die sind schon in der Bibel, die Bekenntnisse, und dann tauchen wir in die frühe Kirchengeschichte. Und ich hoffe, ihr kommt mit. Und wir gehen zu einem von denen, der so ein bisschen Wellen geschlagen hat, nämlich zum Bekenntnis von Nicäa. Und beim Konzil von Nicäa hat die frühe Kirche beschlossen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und wesenseins mit dem Vater. Wieso ist das so weltbewegend? Wie gesagt, in der ersten Kirche hat man viel diskutiert, weil viele Fragen sind aufgekommen. Und da ist so ein Typ namens Arius aufgetaucht und er hat die christliche Lehre mit griechischer Philosophie angereichert. Und er hat dann aber unter anderem gesagt, es ist sehr schwer zu sagen, Christus ist wirklich Gott, weil er ist ja Mensch gewesen. Und sie haben angefangen, über das zu diskutieren und ringen und zu sagen, ja, ist jetzt Christus Gott oder Mensch? Und das Konzil von Nicäa hat das festgemacht. Und sie haben dort drin festgehalten, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist und eines Wesens mit dem Vater. Und man hat das immer wieder auch so ein bisschen weiterentwickelt und man ist dann zu dem Schluss gekommen, dass er eben beides ist. Er ist sowohl Gott, aber auch Mensch. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das wäre damals anders diskutiert worden. Das wäre in eine andere Richtung gegangen. Ich glaube, unser Glaube sieht heute anders aus. Da ist Kostbares drin, wo man bewahrt hat, Erkenntnis, die man gehabt hat und die man gehalten hat. Zwei andere, die ich erwähnen möchte, ist einerseits das altrömische Glaubensbekenntnis, Romanum. Das ist noch älter als das von Nicäa. Es gibt nicht eine genaue Datierung. Es war das Taufbekenntnis der römischen Christen, wo ein Bischof dann das so verbalisiert hat, mal festgehalten worden ist. Und wieso ich es erwähne, das Romanum, ist darum, weil es zur Grundlage geworden ist, zu etwas, was wir heute auch noch kennen, nämlich zum apostolischen Glaubensbekenntnis. Von dem findet man so die
die komplette Version, so die ersten Texte im 5. Jahrhundert nach Christus. Und sein Name hat es bekommen von einer Legende. Weil gewisse Leute gesagt haben, die 12 Apostel haben je einen Satz beigesteuert zu dem. Aber das kann man nicht wirklich belegen. Es ist allerdings sehr breit anerkannt worden von der Kirche, von der damaligen Kirche und vor allem auch dann später in der Reformation von Luther. Er hat das in seine Kirchenlehre aufgenommen, hat es dann aber in drei geteilt, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und durch das hat das eine unglaubliche Verbreitung gefunden. Und ist heute eins, wo wir uns auch noch in den ökumenischen Kirchen darauf berufen. Und so ist es weitergegangen in dieser Geschichte mit der Bekenntnis. Und eigentlich jede Denomination hat ihr Glaubensbekenntnis formuliert, von den Lutheranern über die Reformierten bis zu den Täufern. Im englischsprachigen Raum kennt man das Westminster-Bekenntnis. Und wir machen einen riesen Gump und wir landen im Heute und bei uns als GVC. Und auch wir fühlen uns zugehörig zu einer grossen Tradition, nämlich ordnen wir uns konkret bei der Schweizerischen Evangelischen Allianz ein. Und sie haben im Jahr 2020 im Rahmen der Delegiertenversammlung so eine 8 Punkte umfassend die Glaubensbasis verkündet, wo man sich darauf beruft, wo es Ziel hat, um zu zeigen, wie die bunte Vielfalt der Kirchen miteinander einheitlich verbunden ist. Das ist die kurze Lichtreise für all die, die nicht gerne in die Schule gehen, können jetzt wieder einklinken. Herzlich willkommen in der Predigt. Lichtreise durch die Glaubensbekenntnis. Und das führt uns ja wohl oder übel zu der Frage, ja, wieso brauchen wir das? Wieso ist das nötig? Ich möchte euch 4 Merkmale geben, 4 Punkte, die zeigen, wo die Kraft liegt in diesen Bekenntnis. Das erste ist, so Glaubensbekenntnis stiftet Identität, weil sie sich abgrenzend von Sachen und weil sie ein Statement und eine Reaktion auf das Umfeld, und auf die Kultur sind. Das haben sie schon immer versucht. Die sind nicht in einem zeitlosen Raum gewesen. Und das müssen wir auch beachten, wenn man sie heute verwendet. Wie gesagt, das Nizäum, das Glaubensbekenntnis, das man gemacht hat, ja, ist jetzt Gott Sohn, Gott Mensch, Jesus Mensch oder Gott, das hat man darum gemacht, weil es darüber diskutiert worden ist. Die Glaubensbekenntnisse haben immer das Ziel gehabt, den christlichen Glauben von anderen abzugrenzen, dort, wo er auch in Frage gestellt worden ist. Jesus Kyrios hat sich abgrenzt von Cäsar Kyrios. Und das schafft Identität, das schafft Klarheit für was das man ist, für was das man steht. Das ist entscheidend und gibt Halt, selbstverständlich. Zweiter Punkt, zweite Kraft in diesen Bekenntnissen ist, sie stärken die Einheit. In dem, dass sie aufs Wesentliche, aufs gemeinsame Wesentliche fokussieren. Die Glaubensbekenntnisse haben nie zum Ziel gehabt, alle Fragen von der Nachfolge zu klären, im Detail eine Lehre zu verkünden, sondern sie haben sich immer auf Kernpunkte begrenzt und haben versucht, das Wesentliche im Auge zu behalten. In dem Sinn sind es nicht grosse Kataloge, sondern eben Zusammenfassungen, die es auf den Punkt bringen. Wer das schon sehr früh auch ausgedrückt hat, ist ein Kirchenvater, der Augustinus von Hippo. Im 4. Jahrhundert hat er gesagt, im Notwendigen herrsche Einmütigkeit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem aber Nächstenliebe. Und ich glaube, das schwebt über dieser Tradition der Bekenntnis, dass man sagt, hey, es geht darum, das Essentielle rauszuschälen und in dem hinein Klarheit zu schaffen, aber dann auch eine Weite zu haben bei den Randthemen. Auch wenn wir vieles unterschiedlich sehen, fokussieren wir uns bei der Bekenntnis aufs Gemeinsame. Und das gefällt mir besonders auch an dieser Glaubensbasis von der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Sie haben sogar darum eine Basis und nicht ein Bekenntnis genannt, weil sie sagen, wir sind so bunt, wir sind so vielfältig. Aber diese 8 Punkte einen uns. Einheit in dem, dass es sich aufs Wesentliche fokussiert. Das dritte Kraft drin, es ist eine haltgebende Kontinuität, weil es sich eben in der Tradition verwurzelt. Da sind wir schon beim Einstieg drauf gekommen. Die Glaubensbekenntnisse sorgen dafür, dass wir heute noch die Kraft vom Evangelium verkünden können. Das gleiche Evangelium, die gleiche Kraft, die darin steckt, 2000 Jahre nachdem Jesus ans Kreuz gegangen ist. Der Bezug in die Vergangenheit gibt uns Halt und erinnert uns daran, dass wir uns auch nicht mehr von jedem Wind gerade aus der Bahn werfen lassen. So sagt es der Paulus im Epheserbrief. Nachdem er das berühmte Bekenntnis von ein Glaube, ein Gott und so weiter rausgehauen hat, sagt er, das Ziel von dem ist, wir sind jetzt nicht mehr wie unmündige Kinder, die sich von jedem Wind von der Meinung herumtreiben lassen müssen.
Indem wir uns fokussieren und Klarheit haben, gibt das Halt. Mir persönlich hilft das. Ich habe auch schon Fragen gehabt um meinen Glauben. Da ist auch schon mal ein Windchen aufgekommen. Das kann manchmal so eins sein, da nur in den Gedanken oben, wo einem so ein bisschen verunsichern kann. Bin ich wirklich auf dem richtigen Weg? Und zu merken, hey, da sind schon viele von mir den Weg gelaufen. Das heisst nicht, ich muss blind nachlaufen. Aber das kann mir schon Halt geben. Das will ich dir auch ermutigend zurufen. Vierte Kraft drin ist, so Bekenntnisse haben eine Kraft, weil sie eine Auswirkung haben, weil sie immer in die Nachfolge führen. Ein Bekenntnis ohne Tat ist ein Lippenbekenntnis. Das war nie der Sinn und Zweck gewesen. Das biblische Zeugnis und auch die Kirchengeschichte zeigt uns, dass die Menschen, die Bekenntnis für die aufgestanden sind, mit ihrem Leben diesen Bekenntnis gefolgt sind, und das hat Konsequenzen gehabt. Das hat sie teilweise in prekäre Situationen geführt. Das hat sie aber auch in Geschichtsbücher von der Weltgeschichte gebracht. Es ist wie auf dieser Karte, auf dieser Reise, an einer Astgabelung, wo du stehst, an einem Weg, der sich teilt. Und jeder Weg, den du einschlägst, ist ein Bekenntnis. Weil es ist ein Weg, den du laufst. Und indem du den einen einschlägst, distanzierst du dich vom anderen. Das schafft Sichtbarkeit und Auswirkung. Und bei all diesen Bekenntnissen ist das so gewesen. Und vielleicht kennst du das. Und vielleicht hast du es auch schon gemerkt, dass dein Glaube und dein Bekenntnis zu Jesus, wo du eingegangen bist, auch schon Auswirkungen gehabt hat. Hoffentlich hat es das gehabt, auf der Art, wie du dein Leben lebst. Weil du andere Werthaltungen hast. Weil du anders als Leben anschaust. Es ist eine unglaubliche Kraft in diesen Bekenntnissen, weil sie haben immer eine Auswirkung, die ihnen folgt. Und somit sind wir eigentlich auch schon dort, wo es mit dein Leben hineingeht. Was bekennst du? Was bekenne ich? Der Streifzug durch Geschichte und durch die Bedeutung der Bekenntnisse soll uns inspirieren und provozieren. Und ich hoffe, er stellt uns die Frage, ja, was bekennen wir? Und er erinnert uns vielleicht auch das, dass wir ja mal bekannt haben. Wie gesagt, es geht nicht darum, Tradition auszustilisieren und zu sagen, früher war alles besser gewesen. Aber nochmal zu reflektieren auch darüber, wo können uns so bekenntnishafte Ansätze aus unserer christlichen Tradition heute Halt geben, heute Inspiration geben und unsere Nachfolge auf dieser Karte vom Leben heute prägen. Ich möchte euch mitnehmen in eine Anwendung anhand von einem von diesen biblischen Bekenntnissen, die uns in dem Neuen Testament gegeben ist, nämlich anhand vom Philipperbrief und dort vom Kapitel 2, Vers 5 bis 11. Man nennt das auch der Philipper-Hymnus, weil es eben wohl so ein frühchristliches Bekenntnis war. Und ich möchte darin vier so Bekenntnispunkte herausstellen, die sehr viel mit uns heute zu tun haben. Wir tauchen gerade ein in die ersten zwei Verse. Der Paulus schreibt, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Da drin steckt der erste Ansatz von einem Bekenntnis. In dem, dass wir bekennen, bekennen wir uns auch zu einem Lebensweg. Wir lesen da, dass Jesus uns das vorgelebt hat und wir sollen unseren Umgang miteinander und unsere Haltung im Leben von dem bestimmen lassen. Wir bekennen den Weg von der Nachfolge von Christus. Und die Nachfolge hat Auswirkungen in den Alltag. Sie beinhaltet eben ein alltägliches Ausrichten auf ihn. Und da drin hat es schon so erste Ansätze, wo es da heisst, er hat seine Macht nicht ausgenutzt. Obwohl er auf einer Stufe war mit dem Vater, er hat auf seinen Vorteil verzichtet. Und dann geht es dann weiter im Vers 7 und wir lesen dort, er hat sich selber erniedrigt und ist zum Diener geworden. Wir bekennen uns zu einem Lebensweg von der Nachfolge, das heisst, einen Weg von der Demut, einen Weg vom nicht den eigenen Vorteil suchen, nicht für sich selber kämpfen. Das ist das erste Bekenntnis, das darin steckt. Das zweite, wir lesen weiter im Vers 7. Weil wir erlösungsbedürftig sind, Entschuldigung. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorteile und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. In dem Bekenntnis vom Philipperbrief, wo übrigens da seinen Tiefpunkt erreicht hat, das ist nämlich ein wunderschönes Gedicht, wo der Abwärtsweg von Jesus, von der himmlischen Herrlichkeit, bis ans Kreuz beschreibt. Und im Griechischen ist das Kreuz das Mittelwort von dem Gedicht. Wunderschön.
sind wir angekommen an dem Ort, wo sich zeigt, dass der Mensch erlösungsbedürftig ist. Und Jesus ist ein Mensch geworden, wie mir steht da drin, einer von uns. Und es heisst auch, er musste den Tod auf sich nehmen, weil unsere Menschlichkeit trennt uns von Gott. Wir bekennen also mit dem Text unsere Erlösungsbedürftigkeit. Dabei geht es nicht nur um die Rettung in die Ewigkeit, sondern es geht auch um die Rettung jetzt, mitten in dein Leben hinein. Die multidimensionale Kraft von der Rettung von Gott, die heute dein Leben auf den Kopf stellen kann. Dort, wo es jetzt tötelt. Dort, wo es jetzt tötelt in deinen Beziehungen. Dort, wo es tötelt in deiner Seele, wo es dürr ist. Dort drin kommt die Kraft von einem Gott, der sich nicht schon war, selber Mensch zu werden und den Weg auf sich zu nehmen, die Erniedrigungen, die du und ich erleben in unserem Alltag. Das ist eine gute Nachricht. Das ist einer mit uns. Wir kennen unsere Erlösungsbedürftigkeit. Wir lesen weiter. Vers 9. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht. Und jetzt sehen wir, vom Kreuz geht es wieder aufwärts. Und hat ihm den Ehrentitel, den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Mal bis dahin. Deshalb hat Gott ihn erhöht. Wir bekennen mit dem Bekenntnis die übernatürliche Wirkungskraft Gottes. Er ist der, der den Tod in Leben verwandeln kann. Vom Kreuz aufwärts in die Auferstehung ist Gott der, der es wirkt. Bei ihm, die U-Form von dem Hymnus zeigt uns, bei ihm liegt die Überwindung vom Tod. Er hat Möglichkeiten, übernatürlich einzugreifen. Er kann Leben bringen, Leben spenden, dort, wo du es nicht mehr siehst. Dort, wo deine Hoffnung fehlt, dort, wo menschliche Hoffnung aufhört, kommt Gott mit seiner übernatürlichen Hoffnung rein. Das bekennen wir in unserer Nachfolge. Das gibt uns Perspektiven. Dort, wo wir im Tal sind, dort können wir wissen, Gott sieht drüber. Er führt uns auf den Berg hoch. Und wir lesen hier noch fertig. Ab Vers 11 schließt er mit dem Kern von der Bekenntnis: Alle werden erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Jesus Kyrios, Kyrios Jesus. Und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Das kurze und prägnante Statement. Jesus ist Herr, das Bekenntnis der ersten Christen. Das bekennst du und ich, wenn wir uns in die Tradition eingeben. Er ist Herr über mein Leben. Hey, das ist so eine einfache Floskel, wo wir schon so zuhauf gesagt haben. Aber es ist so ein unglaublich kraftvolles Statement, wenn es wahrhaftig wird in deinem Leben. Das führt mich zu der Frage, die ich uns heute stellen will. Jesus ist Herr. Was bedeutet das für dich persönlich? In Bezug darauf, wie du dein Leben gestaltest. An was richtest du deine Prioritäten aus? Wer oder was beeinflusst deine Entscheidungen? Im Bild. Stell dir vor, wenn du auf deiner Wanderung, auf deinem Abenteuer vom Leben, an jeder Weggabelung, in dem Bewusstsein deine Entscheidung triffst. Jesus ist Herr. Das könnte dein Leben ziemlich prägen. Nachhaltig. Weil einen Weg einzuschlagen, heisst immer etwas zu bekennen. Und sich von etwas anderem abzuwenden. Und zu verabschieden. Jesus ist Herr. Was bedeutet das für dich und mich persönlich? Auch im Aspekt nach unserem Bedürfnis, nach einer Rettung aus der Nöten von unserem Leben. Wo suchen wir die? Mal ganz ehrlich in unserem Alltag. Bei Menschen. In Sachen. In der eigenen Leistung. Wo suchen wir nach Rettung, Befreiung und Erlösung für unser Leben? Was heisst es, dass Jesus der Herr ist? Ich glaube, das reicht für heute. Es ist wirklich genug Herausforderung. Für mich einmal schon. Aber da drin steckt so eine unglaubliche Kraft von diesen Bekenntnissen. Vom Wesentlichen. Und vielleicht merkst du auch, manchmal hast du ehrlich gesagt ein bisschen in diesen Randthemen vom Christsein anfangen zu bewegen. Dort, wo es so richtig hobbymäßig tief geht, aber eigentlich streiten wir über Sachen in den YouTube-Debatten, die keine Relevanz haben. Die Frage ist Jesus Herr von deinem Leben?
Willst du einstimmen in den Chorus von den Heiligen, die vor uns gegangen sind und singen und gesagt haben, er ist es? Und das hat Konsequenzen gehabt für ihr Leben. Sie sind berühmt worden dadurch. Sie haben die Weltgeschichte geprägt und geschrieben. Da ist durchaus sehr viel Glorisches drin. Aber da ist manchmal auch Schwieriges drin. Weil es heisst, sie werden ausgrenzt, sie werden an den Rand geschoben, sie werden denunziert. Hey, und es geht mir gar nicht darum, dass wir jetzt diese riesige Geschichte schreiben müssen, weil deine Geschichte ist genug gross, dort, wo du in deinem Alltag das machst. Und dort, wo du das Statement aufnimmst und es lebst in deiner Partnerschaft, in deiner Familie, in den Beziehungen, die du hast, dort, wo es dir nahegelegt ist. Und ich merke, für mich ist das eine Challenge. Ich bin dort bedürftig. Ich brauche ein Eingreifen von Gott. Und ich will dir Mut machen, es zu machen. Und ich hoffe, dass in dem nächsten Moment, wo dir das schwerfällt, du dich in diese Tradition berufen und sagen, da sind ein paar vor mir gegangen. Männer, von denen wird immer viel berichtet, aber oftmals auch Frauen. Die sind manchmal in der Geschichte nicht so porträtiert worden. Aber es sind Helden und Heldinnen vom Glauben, die das gemacht haben und die uns Halt geben können. Und darum schätze ich die Kirchengeschichte so sehr. Und die Bekenntnis, und wir möchten uns auch auf den Kern berufen, Jesus ist der Herr. Okay, jetzt muss ich da wieder aufs Skript zurückkommen. Ich möchte schließen mit zwei Einladungen. Wir haben nämlich auch Traditionen bei uns. Auch wenn wir eine Freikirche sind, die das gerne abstreift. Aber wir haben ja viele so Traditionen. Und ich will zwei heute führen. Und eine ist die, wir haben die Tradition, dass wir Menschen ermutigen, zum Jesus bewusst ihr Leben einladen, als der Herr. Und das in meinem Gebet zu formulieren. Und so will ich das heute auch machen. Und für die einen davon ist das vielleicht das erste Mal, wenn du da am Einschauen bist, ob da vor Ort oder sonst irgendwo, wo du dir das überhaupt überlegst. Was heisst das, Jesus der Herr von deinem Leben zu machen? Wenn du irgendwie merkst, es ruft dich und Gott ruft dich und der Heilige Geist ruft dich, dann kannst du das machen. Ganz einfach, in deinen Worten. Und ich habe so versucht, es in drei Punkten zu formulieren. Als erstes, lad Jesus als Herr in dein Leben ein. Sag einfach, du bist willkommen. Du darfst den Platz haben. Herr über meinem Leben. Das Zweite ist, du kannst beten, dass er dich leitet und führt in deinem Abenteuer vom Leben. Dass er dir hilft, die Entscheidungen zu treffen, seinen Weg zu sehen. Und als Drittes, du kannst ihn um Vergebung bitten für die grossen und für die kleinen Fehler, Lügen, unguten Pfad, wo du schon gegangen bist in deinem Leben. Sag, ich brauche Erlösung. Da ist viel Tod drin. Ich brauche Leben. Und vielleicht ist es manchmal auch gut, das einfach nochmal zu machen, wieder mal zu machen, erneut zu machen, wenn man irgendwo auf dem Abenteuer so einen kleinen Aussenpfad abgeraten ist. Und dann ist das meine Einladung heute, die Tradition von uns aufzugreifen und dich so hinzuwenden auf den Weg. Das kannst du mit jemandem machen, den du kennst. Manchmal tut es gut mit jemandem zusammen. Du kannst es allein machen, an dem Ort, wo du bist, in deiner Stube, da vor Ort. Oder mega gerne auch mit unserem Gebetsteam, das es liebt, mit Menschen zu beten. Und sie sind heute auch da vor Ort und helfen dir. Ich komme gleich nachher noch auf das zurück. Die zweite Tradition, die wir haben, ist, das ist eine, die sich auch durch die Tradition der Christen durchzieht. Wir feiern immer wieder Taufe. Weil Taufe ist ein Bekenntnis. Es ist ein Ausdruck, ein äußerliches Sichtbarmachen von dem, dass man mit dem Jesus unterwegs ist und will Anteil haben im ewigen Leben, das Gott schenkt. Und wir haben gerade kürzlich hier im Gottesdienst Taufe gefeiert. Wir haben ein paar Impressionen dabei. Wir alle, die es schon erlebt haben, kennen die Kraft, die das hat. Und ich will dir Mut machen, wenn du das noch nie gemacht hast, das mal noch zu machen. Am 8. September feiern wir wieder Taufe hier in der Parkarena. Das geht noch mega lang. Manchmal muss man es dann schneller machen. Dann macht er Mut, das in deiner Small Group zu machen. Sagen, hey, könnt ihr mich gut taufen? Deulach da hinten hat ein paar schöne Badestellen. Das ist im Fall möglich. Was mega cool wäre, ist, wenn ihr so uns wissen lassen würdet, vielleicht mit einem Foto, das würde uns mega freuen. Aber macht das. Es ist ein Bekenntnis und eine Tradition. Und jetzt würde ich gerne einladen für all die Leute, die möchten reagieren auf das, dann auch mit vielleicht jemandem zusammen. Wir haben ein Gebetsteam vor Ort, die lieben es mit euch zu beten. Und auch wenn du im Livestream dabei bist, darfst du dich gerne melden. Wir haben eine Telefonnummer eingeblendet. Du darfst dort auf allen Kanälen von den Textnachrichten dich melden. Und wir haben Leute, die dann gerne auf das reagieren und für dich beten. Herzliche Einladung. Zum Abschluss bete ich nicht, sondern wir werden miteinander beten. Und ich möchte alle, die mögen und können, einladen, zum jetzt aufstehen. Und die Band wird mich da vorne zu mir kommen auf die Bühne und sie werden uns mitnehmen.
in das apostolische Glaubensbekenntnis, das gerade in der jüngeren Zeit wieder aufgegriffen worden ist, in Form von Liedern. Und wir werden miteinander das Lied «Das glaube ich» singen, das im Kern das Apostolikum hat, als ein Ausdruck von dem. Und da können wir jetzt miteinander reagieren. Ich möchte dir aber Mut machen, es nicht auszulassen, dann vielleicht auch noch ganz persönlich deine Schritte zu machen, die du heute sollst. Ich freue mich.